Diese europäischen Bisons werden zu den ersten gehören, die seit 200 Jahren durch die rumänischen Karpaten streifen. Die 14 Wisente stammen aus verschiedenen europäischen Zoos und sollen sich zunächst ein Jahr lang in einem Reservat eingewöhnen, bevor sie vollständig ausgewildert werden. Bei diesem Projekt geht es nicht nur darum, Europas größtes Säugetier zu schützen, sondern auch ein Ökosystem wiederherzustellen. Durch ihr Grasen halten die Wisente die Wiesen offen für Insekten, Blumen und Reptilien. Eine Spezies macht die Welt für tausende andere Arten zu einem besseren Ort. Eine andere Gruppe von 14 Wisenten ist bereits seit dem vergangenen Jahr da und soll nun zurück in die Wildnis. Eines der Urrinder hat sich allerdings schon selbst auf die Hufe gemacht. Ein Wisent ist einfach durch das Gatter. Das war so nicht geplant. Es gehört zum Auswilderungsprozess. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs galten europäische Bisons als nahezu ausgestorben. Dank Zuchtprogrammen in Gefangenschaft haben sie überlebt. Im rumänischen Ort Artemis freuen sich die Menschen über die Rückkehr der Wisente und hoffen, dass sie sich als Touristenattraktion erweisen. Wir wollen den Menschen vor Ort zeigen, dass eine gesunde und lebendige Natur mehr wert ist als eine Natur, die nur ausgebeutet wird. Gegenwärtig gibt es rund 5000 Wisente in Europa. Hier in Rumänien sollen bis zum Jahr 2025 500 der mächtigen Tiere freilebend durch die Wildnis streifen. We'll be right back.